Mir spukt ein großer Roman über Münsingen im Kopf herum. So eine Art Spiegelbild der Menschheit, in dem man eine geschlossene Gesellschaft zeigt. Diesen Ameisenhaufen, in dem sich die menschlichen Ameisen mit Gift bespritzen, beißen, neidisch aufeinander sind. »60 Seiten Brouillon. Ich will zu viel hereintun. Und dann erinnere ich mich plötzlich, dass ich ja auch Spannung hineintun muss. Dann lasse ich einen Mord entdecken und dann muss Matto meinen Wachtmeister besuchen kommen.« Zentral ist nicht unbedingt das Motiv des Eingeschlossenseins in einer Anstalt, sondern zentral ist das Motiv Mattos, der Geist des Irrsinns. Und da macht Klauser etwas Großartiges. Er zeigt, wie dieser Geist die einzelnen Insassen packt, wie sie eben irrsinnig werden. Und er zeigt, wie die Welt eben in den Klauen und in den Fängen von Matto ist. Matto wirft seine Girlanden über alles und die Welt beginnt zu brennen. Er ist mächtig. Alle Formen nimmt er an. Bald ist er klein und dick, bald schlank und groß, und die Welt ist sein Puppentheater. Die Menschen wissen nicht, dass Matto mit ihnen spielt. Er hockt inmitten des Landes und die Fäden reichen bis in die hintersten Dörfer. Matto regiert ist für mich wirklich ein Schlüsselroman für die Schilderung von der Situation im psychiatrischen Spital. Wenn man mich gefragt hat im Laufe meiner beruflichen Karriere, wo kann man sich dokumentieren, weil wie es eigentlich war, dann eben in einem psychiatrischen Spital, habe ich immer gesagt, lesen, der Matto regiert, der ist alles ganz haargenau so geschildert, wie es wirklich war, wie es war. Ich kenne aus der ganzen Literatur keine bessere Schilderung von einer psychiatrischen Klinik aus dieser Zeit als der Matto. Auf mir hockt der Vater wie ein leibhaftiger Alpdruck. Er war nie zufrieden mit dem, was ich machte. Jeden Tag wurde ich bestraft und an meinem Geburtstag zu einem Nervenarzt geführt. Oder er hatte mir Prügel versprochen, schob aber die Exekution 2 Tage auf, um die Angst wirken zu lassen. Sein Bild aus jenen Zeiten ist in mir eingeritzt. Er ist ein Gottvater, seine Zornesausbrüche, wulstiger Hals, rot mit gelben Pickeln besetzt. Der Anblick ist nicht schön. Ich habe in letzter Zeit immer den gleichen Traum geträumt und er quält mich. Und zwar träume ich im Schlaf, dass ich interniert sei und wache im Traum auf und bin frei. Wenn ich dann zu Gerechten erwache,
bin ich glücklich wieder in der Anstalt. Und ich weiß auch sehr gut, was es bedeutet. Dass irgendetwas in mir ganz zufrieden ist, verantwortungslos in den Tag hineinzuleben. Das war bis jetzt so. Doch jetzt ist etwas Neues hinzugekommen. Es will nicht mehr interniert sein. Es möchte wieder einmal wie ein Mensch leben. Berthe, der Mann aus Paris, hat mich wieder anfragen lassen, den schon einmal in Münsingen ventilierten Plan, nämlich auf ein Gut zu gehen und dort Hühner, Enten, Hüngel, Hunde, Katzen und Gänse zu züchten, nun zur Wirklichkeit erstehen zu lassen. Dass es so Menschen noch gibt. Die Welt besteht nicht nur aus Irrenhäusern. Ich kann es kaum glauben. Die Behandelnden waren ja sehr skeptisch, ob es Klauser gelingen würde, draußen wieder Fuß zu fassen. Ihre Zweifel waren vollkommen berechtigt. Die Aussichten für einen seit rund 20 Jahren Süchtigen, jemals frei zu werden, abstinent, dauerhaft abstinent zu bleiben, diese Aussichten waren außerordentlich gering. Ich komme mir wie ein abgehetzter Hase vor, der sich endlich in einer Ackerfurche vor den Hunden gerettet hat. Die Hunde, Behörde, Amtsvormundschaft, Psychiater. Mit der Schweiz soll man mich verschonen. Ich weiß, wie erstickend die Luft da auf mich wirkte. Sie ist nie meine Heimat gewesen. Das hat auch einen Bankdirektor von Paris gehört, die Ferme. Das war ein ganz altes Gemäuer. Es hatte kein Licht, kein Wasser, gar nichts. Unsere Wohnung hat aus einem einzigen Raum bestanden. Wir mussten zuerst ins Dorf Kessel und Bürsten holen und putzen. Einen schönen Garten gehabt, einen schönen Garten gepflanzt. Die Leute in dem Dörfli haben die geschätzt. Sie haben gesagt, dass sie ja, dass so ein Écrivain so einen Garten machen können. Es ist schwer, den Übergang in die Freiheit zu finden. Man macht sich viel unnütze Sorgen, weil man den Kontakt